Mensch. Genau groß wie ein Mensch. Ein Einzelstein, wie man vergleicht. Aber die Cheops ist nicht die erste Pyramide in Ägypten. Die erste heißt Stufenpyramide. Die Stufenpyramide steht heute in Saqqara, ein kleines Dorf, 60 Kilometer weg von mir. Gehört einem Pharao, heißt Djoser. Wir haben heute seine Statue gesehen im Ägyptischen Museum. Mit weißen Mantel. Ja? Dann Djoser baut uns die erste Pyramide der Welt, heißt die Stufenpyramide in Saqqara. Und sowas war erster Baubaustein. Erster Baubaustein allgemein in der Geschichte. Der Ingenieur im Museum baute das größte Grab Ägyptens damals. Eine normale Mastaba, wie alle Bürger Pharaonen der ersten Familie und zweiten Familie. Das normale Grab von allen Pharaonen früher war Mastaba. Das hier vor uns. Mastaba ist ein großes Haus mit einer Schacht für die Mumie unter der Erde. Aber oberirdisch war für die Grabbeigaben.